2018 neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür und mittlerweile wurden fast alle wichtigen und großen Spiele des Jahres 2018 veröffentlicht. Und bevor ich euch in den nächsten ein, zwei Wochen meine 10 Lieblingsspiele des Jahres präsentiere, möchte ich euch zum letzten Mal in diesem Jahr die Spiele präsentieren, die ich mir in letzter Zeit gekauft und auch gespielt habe. Darunter ein Spiel, das sich in kürzester Zeit und ganz still und heimlich nicht nur einen Weg in mein Herz gebahnt hat, sondern das ihr ganz sicherlich auch auf einem der vorderen Plätze meiner Jahresabschlussliste wiederfinden werdet. Und welches Spiel das genau ist, das erfahrt ihr in der neuen Folge Videogame Pickups. Los geht's! Moin, 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 was geht, was geht? Jansel, schmeiß den Motor ein! Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu meinem neuen Setup, zu meinem neuen Game Room. Alles neu umgestellt. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe da letzte Woche ein Video zu gemacht. Es ist alles schön neu strukturiert, aufgeräumt und effizient platziert. Ich liebe es. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, denn heute geht es um die Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe und die ich mir für meine Sammlung gekauft habe. Wir haben wieder jede Menge PlayStation 4 Spiele dabei, ein wenig Nintendo, außerdem werde ich zum Schluss die Gewinner der PlayStation 4 Spiele der letzten Woche bekannt geben. Das wird eine richtig, richtig geile Folge. Holt euch einen Glühwein, packt euch ein paar Gemüseschnittchen auf den Teller und ab geht die Luzi! Das erste Spiel, was ich euch heute zeigen möchte, konntet ihr schon vor ein paar Wochen in einem Video von mir sehen. Ich habe mir das Spiel nämlich in den USA gekauft und zwar Red Dead Redemption 2. Der neue Open-World-Mammut-Western von Rockstar Games. Was für ein riesiges Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Spiel kommt gleich auf 2 Discs daher und braucht über 100 GB Speicherplatz. Und dementsprechend braucht man nicht nur Platz auf der Festplatte, sondern auch ein bisschen Platz im Leben, damit man die Zeit findet, dieses riesige Spiel durchzuspielen. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Ich habe jetzt vielleicht gerade so 15% oder so geschafft. Das hört sich sehr wenig an, aber das sind auch schon einige Stunden. Und ich muss sagen, es gefällt mir vom Prinzip her sehr gut. Es ist sehr, sehr atmosphärisch. Es ist auf der einen Seite so von der Optik her einfach wunderschön und auf der anderen Seite so vom Gameplay her auch richtig dreckig, also richtig westernmäßig. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Die Welt ist riesengroß und schön gestaltet, wie es halt für Rockstar Games typisch ist. Das heißt aber auch, dass die Struktur ebenfalls gleich ist. Wenn ihr also schon mal ein GTA gespielt habt, dann wisst ihr, was ihr ungefähr erwarten dürft. Viele Orte mit vielen Questgebern, ein relativ simples Schusssystem, dafür umso großartigere Charaktere und ein Realismus, der fast schon ein wenig zu viel ist. Das ist ja auch so ein wenig die Debatte um das Spiel, wie viel Realismus tut einem Videospiel gut. Und Red Dead Redemption 2 ist da halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Das Spiel trieft halt vor Atmosphäre und es nimmt halt viele Aspekte der Welt sehr, sehr ernst. Wenn ihr zum Beispiel ein Tier jagen geht und das tötet und dann häutet, dann habt ihr nicht im Inventar automatisch euer Fell, sondern ihr müsst es wirklich vor Ort häuten. Ihr müsst dann das Fell nehmen und es auf euer Pferd packen und es dann auch ins Lager bringen. Das ist ein wenig umständlich, aber es ist natürlich auch, ja, total atmosphärisch. Ich muss sagen, es hat mich teilweise ein wenig gestört. Es hindert schon so ein bisschen den Spielfluss, weil das Spiel auch so schon halt sehr weitläufig und dementsprechend sehr langatmig ist. Und durch diese, ja, realistischen Spielmechaniken macht es das Ganze noch viel langsamer, sage ich mal. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, man braucht halt nur sehr, sehr viel Zeit. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man mal gespielt haben muss. Es ist eins der wichtigsten, größten, schönsten und erfolgreichsten Spiele dieser Generation. Und jeder, der irgendwas mit Videospielen anfangen kann, der sollte sich über kurz oder lang Red Dead Redemption 2 kaufen. Die nächsten Spiele, die ich euch zeigen möchte, sind die Spiele, die ich von Strictly Limited Games bekommen habe in den letzten Wochen. Zwei davon konntet ihr im letzten Video schon gewinnen und den Rest, den habe ich selber gezockt. Das erste Spiel, was ich gespielt habe, ist Stardust Galaxy Warriors. Und zwar habe ich das schon vor einiger Zeit gespielt und zwar nicht diese physische Version des Spiels, sondern eine digitale Version, denn ich war zu Gast im Stream beim NES-Kommando, um genau zu sein beim Dennis, als ich mich damals mit ihm für die Gamescom verabredet hat, war ich vor Ort bei ihm und wir haben Stardust Galaxy Warriors durchgezockt. Ein richtig cooles Koop Shoot'em Up mit Max. Und wenn ihr das Ganze doch mal sehen wollt, dann verlinke ich euch hier oben den kompletten Stream. Es geht, glaube ich, so 2-3 Stunden. Ist ein richtig cooles, wenn auch knackiges Shoot'em Up und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das zweite Spiel, was ich gespielt habe, ist Gundemoniums.
auch ein Shoot'em-up, das wie vorhin schon Red Dead Redemption 2 ebenfalls ein Western-Setting hat, das Ganze aber in einer Anime-16-Bit-Retro-Optik präsentiert. Vergleichbar vielleicht mit der Cutten-Serie. Doch man sollte sich von diesem niedlichen Look nicht täuschen lassen, denn das Spiel ist ein Bullet-Hell-Shooter erster Güte und damit meine ich knüppelhart. Das Spiel ist wirklich knüppelhart. Ich musste das Spiel auch auf leicht spielen, sonst hätte ich es nicht weit gebracht. Aber für Leute, die eine richtige Herausforderung in ihren Shoot'em-ups suchen, da ist Gundemoniums genau das Richtige. Das Spiel selbst ist auch kein Unbekanntes, es ist schon vor vielen, vielen Jahren auf dem PC erschienen und genießt unter Fans auch einen sehr, sehr guten Ruf. Und ich finde, da kann man dann irgendwie immer nur dankbar sein, wenn man das dann Jahre später nochmal technisch überarbeitet, auf CD gepresst für seine Sammlung bekommen kann. Gundemoniums für die PlayStation 4. Niedlich, aber auch ganz schön hart. Und das letzte Spiel ist auch eins, was ihr gewinnen konntet, und zwar Pankapu. Ein richtig wunderschön gezeichneter 2D-Plattformer. Um das Traumland Omnia vor den Albträumen zu beschützen, werdet ihr in letzter Instanz als Wächter für diese Welt herbeigerufen und macht euch auf in ein richtig schönes, buntes Abenteuer. Entsprechende Optik fängt jetzt am Anfang auch relativ simpel an, es wird aber nach einiger Zeit auch ganz schön knackig. Insbesondere später, wenn ihr dann mehr Fähigkeiten und Waffen bekommen habt und diese dann immer wieder geschickt für Plattforming oder Rätselelemente nutzen müsst. Das Ganze ist kein richtiges Metroidvania, es gibt keine zusammenhängende große Welt, sondern eine Karte, auf der ihr die einzelnen Level anwählt, aber ihr könnt halt mit euren Fähigkeiten in alte Level zurückkommen, um dort an Gegenstände oder Items zu gelangen, die ihr vorher nicht erreichen konntet. Der Artstil ist farbenfroh und schön gezeichnet. Ich finde, es könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen detailreicher sein. Es gehört vielleicht eher auf ein Handheld, da fällt das dann nicht so auf. Dafür sticht für mich die Musik deutlich mehr hervor. Die ist wirklich passend zum Spiel irgendwie traumhaft wunderschön. Pankapu ist ein schönes kleines 2D-Abenteuer. Erwartet nicht zu viel, aber wenn ihr mal wieder Bock habt auf so einen richtigen Oldschool-Retro-Plattformer, dann schaut euch Pankapu an. Die PlayStation 4-Version ist, glaube ich, mittlerweile vergriffen. Ich habe aber gehört, es gibt demnächst von diversen anderen Publishern noch eine Switch-Version dieses Spiels. Und ich glaube, da glänzt das Spiel dann noch viel, viel mehr. Also haltet mal die Augen auf im Internet. Da lässt sich bestimmt noch mal eine physische Version von diesem Spiel abstauben. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank Strictly Limited für die Spiele. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Die haben auch sehr viel Spaß gemacht. Kurze Unterbrechung, Leute, wo wir hier schon mal bei den Spielen von Strictly Limited sind, werde ich jetzt die Gewinner des Gewinnspiels von letzter Woche ziehen. Insgesamt haben über 500 Leute mitgemacht, also vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Und der Gewinner ist, Mensch, Raketen-Jansel-Fan, ich könnte mir namenstechnisch keinen besseren vorstellen und er wünscht sich Pankapu als Spiel. Dann werden wir noch den zweiten Gewinner ziehen und das ist Wupino. Und Wupino wünscht sich Ganzcore und Cannoli, das passt ja ausgezeichnet. Dann bekommt Raketen-Jansel-Fan Pankapu und Wupino Ganzcore und Cannoli. Herzlichen Glückwunsch, bitte meldet euch über einen meiner Social-Media-Accounts bei mir, damit ich euch die Spiele zuschicken kann. In diesem Sinne, vielen Dank. Von einem Publisher für sehr limitierte Spiele zu einem anderen, und zwar zu Super Rare Games. Die sind eher so auf die Switch spezialisiert und haben nun den eShop-Hit Snake Pass veröffentlicht. Snake Pass ist ein sehr kurioses und sehr farbenfrohes kleines Spiel. Denn Snake Pass ist ein Plattformer, bei dem man nicht springen kann. Das hört sich natürlich irgendwie komisch an, aber es funktioniert halt total gut. Und zwar spielt hier eine Schlange, die diese Plattformmanöver mit ihrer Körperstruktur und ihrer Körperlänge auf Schlangenart löst. Das heißt, anstatt zu springen, schlängelt und windet ihr euch über und auf die Hindernisse, um die Level zu meistern. Um euch vorwärts zu bewegen, müsst ihr richtige Schlangenbewegung ziehen, ihr könnt euren Kopf anheben, ihr könnt euch fester zusammenziehen und den Halt nicht zu verlieren. Und das Spiel spinnt daraus eine wirklich hervorragende Gameplay-Mechanik, die ich so noch nie gesehen habe. Die Level sind natürlich auch dementsprechend aufgebaut. Ihr könnt Sammelgegenstände finden, ihr müsst Schlüsselsteine finden, um den Weg ins nächste Level freizuschalten. Und anstatt Timing und Reflexe sind hier eher strategisches Überlegen und Geschick gefragt. Es ist also eher sinnvoll, das Ganze ein wenig langsamer anzugehen und genau zu überlegen, wie ich mich vielleicht um diesen Stock winde, damit ich genug Halt habe, um diese Medaille dann einzusammeln. Und das führt dazu, dass man gewohnte Dinge aus Plattformer-Games auf einmal aus einem ganz anderen Licht sieht. Über Abgrund hängende Stangen sind nichts, worüber man mal schnell balancieren kann, sondern Gefahren, über die man sehr wohlbedacht und langsam manövrieren muss. Das Spiel ist also viel, viel langsamer, als ihr es gewohnt seid von Spielen dieser Art und es kann teilweise auch ein bisschen frustig sein, weil es nicht immer genau so klappt, wie man sich das vielleicht im Kopf gedacht hat. Aber wenn ihr mal etwas ganz, ganz anderes sehen wollt und einen ganz, ganz anderen Ansatz im Plattformer-Genre, dann empfehle ich euch Snake Pass.
Ich weiß nicht, ob es die physische Version des Spiels noch zu kaufen gibt, aber digital in Nintendos eShop sollte es bestimmt günstig zu haben sein. Ich will nicht unterschlagen, dass ich in letzter Zeit noch ein Spiel gespielt habe. Und zwar nicht Wissen ist Macht, sondern das unglaublich grausame Chicken Run für die PlayStation 4. Das wahrscheinlich schlechteste PlayStation 4 Spiel aller Zeiten. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier nur das Inlay in der Hand halte und die CD, rein zufällig, ne, ist mir die Hülle kaputt gegangen, als ich dieses Video dafür gedreht habe. Und ja, schaut doch mal rein, ne? Es tut mir auch total leid, dass das jetzt kaputt gegangen ist. Nach diesem Abgrund des PlayStation 4 Entertainments kommen wir zu einem weiteren Abgrund. Zumindest ist es thematisch passend zu dem Spiel. Denn in Hellblade: Senua's Sacrifice begibt sich die namensgebende Senua in die Tiefen von Helheim, um die Seele ihres geliebten Dillions zu befreien. Endlich gibt es eine physische Version zu einem meiner aller Lieblingsspiele auf der PlayStation 4. Ich habe dieses Spiel in die Top 10 meiner PlayStation 4 Spiele gewählt und wenn ich ein Spiel, das es zu diesem Zeitpunkt nur digital gab, in diese Liste wähle, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Es ist am 4.12. jetzt endlich in einer Retail-Fassung erschienen. Ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Ich habe da schon so oft drüber geredet. Ich liebe dieses Spiel. Kauft dieses Spiel. Die nächsten beiden Spiele, die ich euch zeige, gehören zur Kategorie gutes Spiel, blöder Publisher. Denn vom Prinzip her sind die beiden Spiele spielerisch nicht schlecht, nur die Struktur, in die sie gezwungen werden von dem Publisher, die ist halt frech, ne? Die ist halt frech. Das erste Spiel ist NBA 2K Playgrounds. Ein NBA-Klon, der spielerisch eigentlich sehr viel Spaß macht. Ich habe letztens mit Marcel vom NES-Kommando hier einen schönen Zockerabend gehabt und wir haben das Spiel viel, viel länger gespielt, als wir eigentlich vorgehabt hätten. Und das ist ja im Grunde kein schlechtes Zeichen für das Spiel. Wer NBA Jam mag, der hat sicherlich Spaß mit NBA 2K Playgrounds. Das Problem ist halt, für mich ist das ein Free-to-Play-Game, ne? Weil man hat keine Spieler in diesem Spiel. Man bekommt zum Start irgendwie so ein Pack, in dem sich 5, 6 Spieler befinden und aus denen kann man dann auswählen und sein Team, ja, bauen. Das heißt, man muss grinden oder halt die Tasche aufmachen und das Geld an 2K schmeißen, um sich Packs zu kaufen. Und das kann man machen, aber dann sollte das Spiel Free-to-Play sein. Das kostet aber normalerweise im Laden 30 Euro. Es kann auch meinetwegen 30 Euro kosten, dann sollten da aber auch Packs im Wert von 30 Euro drin sein, dass man dementsprechend auch ein Team hat, weil na, das ist viel zu wenig Content. Ich war natürlich so schlau und habe mir das nicht für 30 Euro gekauft, sondern beim Amazon Prime Friday, Cyber Monday, keine Ahnung, war es für 13 oder 17 Euro im Prime Deal. Ja, und ich hatte, wie gesagt, 2, 3 Stunden damit Spaß. Ich habe sogar noch eine Saison damit gespielt, also mehr, 5, 6 Stunden für 17 Euro Einsatz ist okay, aber eigentlich gerade für 30 Euro solltet ihr dieses Spiel nicht kaufen, da sollte man 2K nicht mit unterstützen. Außerdem sollte man Activision nicht unterstützen, wenn sie ein Spiel veröffentlichen, auf dem sich eigentlich nichts befindet. So geschehen bei Spyro Reignited Trilogy. Dieses Pack beinhaltet Remakes der 3 Original PlayStation 1 Klassiker und ich hatte mir von vornherein vorgenommen, diese endlich zu spielen, denn ich habe komischerweise nie wirklich einen Spyro-Teil gespielt. Ich habe vor ein paar Monaten den ersten Teil endlich gefunden auf dem Flohmarkt und den auch angespielt. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich hatte mir fest vorgenommen, es denn auf der PlayStation 4 fortzuführen. Dann kamen aber diese ganzen Gerüchte auf, nämlich dass Activision auf die CD dieses Packs nur das erste Spiel gepackt hat und dass man Teil 2 und Teil 3 runterladen muss. Und das ganze Internet so verständlich. Ich hasse es auch, digitale Spiele zu nutzen. Vor kurzem ist das Spiel also erschienen und ich wollte es im Mediamarkt mitnehmen. Und ich schaute nochmal genau auf die Verpackung und da steht halt, die Spiele 2 und 3 müssen aus dem Internet heruntergeladen werden. Oh, nee, es kann nicht angehen. Und jetzt stand ich da halt im Markt. Auf der einen Seite total Bock, endlich diese Spiele zu spielen und auf der anderen Seite etwas unterstützen, was vollkommen gegen meine Prinzipien geht und auf mich auch irgendwie ein schlechtes Licht als Sammler wirft, weil ich in dem einen oder anderen Video schon mal darüber gesprochen habe. Hab's trotzdem gekauft. Sorry, ich bin schwach geworden. Es ist total kacke. Aber ich hab's mir halt richtig schön geredet. Und zwar habe ich mir gedacht, hey, Janni,
wenn das Spiel jetzt nur den ersten Teil beinhalten würde. Und Activision hätte gesagt, ey Leute, wir machen ein Spyro 1 Remake und wir verkaufen das für 40 Euro und geben digital als Bonus Teil 2 und Teil 3 dazu. Hättest du es dann gekauft? Ja, hätte ich gemacht. Ich hätte mir auch den ersten Teil alleine nur so gekauft und den DLC als Bonus mitgenommen. Aber ich hatte mega Spaß mit diesem Spiel. Ich habe Spyro 1 durchgespielt, 100% mit Platin-Trophäe. Ein richtig, richtig geiles Platforming-Game, ein richtig geiler Collectathon. Ich freue mich schon auf Teil 2 und Teil 3, die sollen ja noch sehr viel besser werden. Von daher, drei geile Spiele, ein stinkendes Geschäftsmodell, ein dummer Schnacker mit Doppelmoral, die Spyro Reignited Trilogy. Jetzt kommen wir aber wieder zu etwas Erfreulichen, und zwar zu einem Spiel, was mich total überrascht hat. Und zwar auf zweierlei Art. Ich sah vor einiger Zeit einen Trailer zu einem Spiel, wo ich nur dachte, boah, was für ein geiles Konzept. Das muss ich unbedingt im Auge behalten. Vor einigen Wochen sah ich es dann bei Amazon. Leider auf der japanischen Seite in einer japanischen Version. Und da ich bisher noch nichts von einem westlichen Release gehört habe, zumindest in physischer Form, dachte ich mir, ich riskiere mal diese knapp 30 Euro und bestelle das Spiel. Vor zwei Tagen kam es dann an. Steel Rats für die PlayStation 4. Überraschung Nummer 1, das Spiel ist komplett in Englisch spielbar. Keine japanischen Sprachkenntnisse nötig, geilo. Zweite Überraschung, das Spiel ist der Knaller. Ich habe selten so ein kurioses und geiles Spiel gespielt, denn Steel Rats ist ein Motorradplattformer in einer apokalyptischen Welt. Was ist das? Ja, hier müsst ihr tatsächlich Platforming-Action mit eurem Motorrad machen. Ihr seid Teil einer Motorrad-Gang, die in einer Apokalypse von Robotern gejagt wird und ihr müsst euch mit Hilfe eurer Gang und euren Motorrädern durch diese Level schlagen. Ihr rast mit eurem Motorrad durch 2,5D-Level, nenne ich es mal, denn ihr fahrt nicht auf einer Schiene, sondern lenkt auch wirklich auf dieser Fahrbahn hin und her. Außerdem könnt ihr Wheelies machen und bremsen. Ihr könnt euer Vorderrad als Kettensäge nutzen, als glühende Kettensäge, um durch Hindernisse zu fahren, die ihr gleichzeitig auch als Materialien wiederverwenden könnt. Außerdem schaltet ihr mehrere Fahrer mit unterschiedlichen Fähigkeiten frei, die ihr on the fly wechseln könnt. Ihr müsst springen, an Wänden fahren, U-Turns machen, Drohnen bekämpfen. Ein absolut kultiges Erlebnis, wo man auch einfach mal den Mut der Entwickler loben muss. Na, wer kommt denn bitte auf so eine Idee? Ein Platforming-Game mit Motorrädern, mit Robotern, in einer Apokalypse, mit Kettensägenrädern. Geil, sehr, sehr geil. Da das Spiel von CD aus auch auf englischer Sprache spielbar ist, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann auch bei uns erscheinen wird. Aber ihr dürft auch gerne zur japanischen Version greifen. Dieses Spiel hat es verdient, gespielt zu werden. So ein kultiges und kurioses Game. Für knapp 30 Euro sollte euch das echt mal wert sein. Ist nicht nur ein Sammlungstipp, sondern auch ein richtiger spielerischer Tipp. Steel Rats für die PlayStation 4. Aber das ist nicht das Spiel, von dem ich im Intro geredet habe. Das Spiel, das mich in den letzten Tagen so begeistert hat, dass ich es kaum aus der Hand legen konnte. Und das sicherlich auch einen der vorderen Plätze in meiner Jahresabschlussliste belegen wird. Wir reden von Darksiders 3. Darksiders 3 ist der dritte Teil dieses Action-Adventure-Franchises, mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hatte. Denn der ursprüngliche Publisher und der ursprüngliche Entwickler, die gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Die Rechte wurden mittlerweile von Nordic, die sich mittlerweile THQ Nordic nennen, aufgekauft. Und die ehemaligen Mitarbeiter von Volition haben sich mittlerweile zu Gunfire Games zusammengetan und haben nun wirklich nochmal die Chance bekommen, ihre ikonische Darksiders-Serie weiterzuführen. Ich fand ja schon Teil 1 und Teil 2 toll. Und ich finde es auch toll, dass alle drei Spiele irgendwie nicht nur von den Charakteren unterschiedlich sind, sondern auch alle vom Spielprinzip selbst. Der erste Teil mit Krieg spielte sich sehr mächtig und kräftig und das Ganze wirkte sehr brachial und wirkte wie ein Action-Adventure der früheren PC-Ära. Der zweite Teil mit Tod, der wirkte sehr agil. Es wurde ein Level- und Beutesystem eingeführt und das Ganze spielte sich eher wie ein flutschiges God of War. Und Teil 3, nun mit Fury, spielt sich wieder komplett anders und geht eher Richtung Dark Souls. Grundsätzlich geht es in Darksiders darum, dass ihr als apokalyptischer Reiter Krieg aus Versehen die Apokalypse ausgelöst habt. Sprich, die Menschheit wurde quasi von der Erde ausgelöscht. Im ersten Teil spielt ihr Krieg selbst und es geht so ein bisschen um Rache und Gerechtigkeit und ihr versucht das alles aufzuklären. Im zweiten Teil spielt ihr den apokalyptischen Reiter Tod und versucht die Unschuld eures Bruders zu beweisen. Und nun im dritten Teil spielt ihr Fury und dieser dient quasi als Prequel, denn gleichzeitig mit der Apokalypse wurden auch die 7 Todsünden auf die Erde gesandt. Und eure Aufgabe ist es nun, diese 7 Todsünden aufzusuchen und niederzustrecken. Und was für ein fantastisches Abenteuer das war. Die Kämpfe sind diesmal deutlich schwieriger, sehr brachial und müssen meistens sehr taktisch und vorausschauend geschlagen werden.
Dafür schaltet ihr neben eurer Peitsche als Hauptwaffe auch im Verlauf des Abenteuers viele weitere Waffen frei, die nicht nur zum Kampf dienen, sondern mit denen ihr auch immer wieder Rätsel und Plattforming-Einlagen lösen müsst. Die Welt ist groß und irgendwie zusammenhängt wie halt in einem Dark Souls. Ihr bekommt keine richtige Map, sondern nur grobe Punkte, wo ihr ungefähr hin müsst, und dann heißt es erkunden. Ihr allein in dieser riesigen weiten Welt. Und ich liebe diese Art des Spiels, dieses Erkunden, dieses Mysterium, das ich auch so in Dark Souls liebe. Man bekommt keinen Questmarker, sondern hier, geh da mal hin und dann versuch anhand deiner Fähigkeiten irgendwas zu erreichen. Und das hat mir so unfassbar Spaß gemacht. Überall lauern die Gegner als Gefahr, die euch mit ein, zwei Schlägen töten können. Auf der anderen Seite gibt es überall versteckte Gänge und Geheimnisse, die ihr erst viel später und vielleicht auch erst mit dem passenden Equipment lösen könnt. Und dann gibt's natürlich auch noch die riesigen und geil designten Bossfights. Also wirklich ein brachiales, tolles Spiel. Für mich ist es unbegreiflich, warum das Spiel so schlechte Reviews bekommen hat. Ja, es ist technisch nicht das beste Spiel. Es hat ein paar Framerate-Probleme. Es muss manchmal sehr ungeschickt laden. Und es sieht halt auch eher aus wie ein frühes PS3-Spiel. Aber hey, das macht unfassbar Bock. Ne? Es ist auch nicht so frustig wie ein Dark Souls an und für sich, sondern einfach ein rundum gelungenes 15-Stunden-Abenteuer mit Twists und Turns, einer interessanten Geschichten, einem tollen Kampfsystem und einer richtig, richtig tollen Welt zum Erkunden. Ich möchte noch am liebsten ein bisschen mehr darüber reden, aber das werde ich dann wohl in meiner Top-10-Liste machen. Es liegt vielleicht auch daran, dass mein Akku von der Kamera gleich alle ist. Eines meiner liebsten Spiele dieses Jahres, eine absolute Überraschung. Darksiders 3 für die PlayStation 4, Xbox One und auch den PC. Ja Leute, das waren die Spiele, die ich mir in letzter Zeit gekauft und gespielt habe. Wie ich schon sagte, in den nächsten ein, zwei Wochen wird es meine Top 10 geben, quasi das Best-of all dieser Pick-up-Folgen in diesem Jahr. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen spekulieren, was vielleicht mein Spiel des Jahres sein könnte. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Wir sehen uns in Kürze wieder mit einem neuen Video und bis dahin heißt es Tschüss. La 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 la